Und da sind wir auch schon wieder in Warframe. Wir sollen uns ja ein bisschen unauffällig verhalten, deswegen schleichen wir hier so ein bisschen durch die Gegend. Und durchsuchen das Areal nach dem Waffenhändler, den wir finden sollen. Warum? Keine Ahnung. Da ist eine Geschützbatterie, habt ihr das gesehen? Aha. Nee, ich muss hier hoch. Hallo, komme ich jetzt irgendwie hoch? Na egal, wir laufen mal weiter. Ups, da. Achso, ich muss jetzt aufstehen wahrscheinlich, ne? Da ist ein Loch in der Wand. Oh ja. Ist hier irgendwas Besonderes? Nö, nur ein Licht. Oh, ich komme hier hoch. Ah, okay. War also ein Sneaky Way. Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Irgendwo noch ein Gegner ist. Kein Dabo. X. Immer schön plündern. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there alive. Ach, der hat jetzt meine. Ah, der hat jetzt meine Ding. Der hat jetzt meine Kunais. Der Sack. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. So. Denke mal, das wird nicht so leicht, da jetzt rauszukommen. Achso, ich hätte auch den. Ja, okay. Ich hätte ihn auch mit dem Geschütz wegbratzen können, glaube ich. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sneaky sein. Na, bleib stehen. Bleib stehen! Mann, meine Pfeile fliegen noch nicht so weit. Kann ich den Aufzug irgendwie rufen? Er müsste jetzt ungefähr da sein. Oh, das sind ein paar mehr. Wow, das war, ich möchte mal meinen interessant.
Wo ist denn der Gegner? Läuft doch irgendwo ein Gegner rum. Entschuldigung. So, immer noch kein Alarm ausgelöst, ne? Sehr gut. Ach, er folgt mir einfach, okay. Kann ich hier so runterlaufen. Hier sollte keiner mehr sein. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Den hier ist auch frei. Das habe ich ja schon aufgeräumt. Was ich gut finde, ist, er hält den Bogen gespannt, wenn du aus dem Ziel rausgehst. Finde ich relativ schick. Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Oh. So, meine Schilde regenerieren jetzt nicht mehr, ne? Alarms have been reset. Achso, die werden sofort wieder ausgelöst, okay. Dann bringt der Reset nichts. Schade, schade. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist das? Fähigkeitendauer. Achso, ihr könnt hier nochmal gleich gucken, ja, okay. Ausdehnung 5% Fähigkeitsreich. Entschuldigung, 5% Fähigkeitsreichweite. Excalibur ist Level 3. Mal gucken, was jetzt kommt. Der Operator kann das Mod-Segment enablen. Ordis wird euch glücklich sein, euch zu zeigen, wie ihr euer Arsenal upgraden könnt. Kann ich Feuer empfehlen? Gut. Jetzt kommen wir zu den Modkarten, die wir hatten. Oder die ich gefunden habe. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Genau. Jetzt können wir. Wähle vier weitere Mods zur Umwandlung. Fusion. Naja, ist ja geil. Verkaufe deine Mods für Credits. Gesammelt, gewährt habe ich nur 95. Okay, das ist ja auch wurscht. Fähigkeiten, no, Fähigkeiten habe ich noch nicht mal angesetzt. It is for the operator's own good. Einkerbung ist für Gewehr, Pistole, das ist im Warframe direkt eine Vitalität. Ord
TARDIS patiently awaits compliance in using the Arsenal features. Es gibt hunderte Mods, die gefunden kombiniert werden können, um die Ausrüstung zu verstärken. Es ist deine Entscheidung, die Mods zu kombinieren und du wirst sie deinem Kampfstil anpassen. Das Halsmaul. Ein Mod installierst du im Bereich Verbessern, benutze Autoinstallation-Funktion, bis du deinem Modsystem vertraut bist. Mods werden auf viele Wege gesammelt. Die meisten können Beute von Gegnern gefunden. Der Codex-Scanner. Name, Abzug, Polarität. Polarität, okay. Verbesserungsmod. Okay, gut, das ist. So. Umlenkung. Schildkapazität. Du besitzt keine. Okay, das ist. Okay. Spieler einladen. Achso, das ist Drehpunkt. Nahkampfschaden. Okay, wie geht das jetzt? Ich muss im Arsenal machen, war das, ne? Das war bloß, um die Mods zu beeilen. Ah, genau, gut. Ich muss es im Arsenal machen. Verbesserung. Umlenkung, Vitalität. An excellent find, Operator. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Install okay. The mod before we can continue. Gesundheit. Ja, nur Gesundheit. Nee, ich kann den auch noch installieren. Stärken wir nochmal. Stärke 103%, Gesundheit 120, 150. Okay. Okay, tausche Polaritäten, polarisieren, Autoinstallation. Ah, warte mal kurz. Autoinstallation. Umlenkung hat 2, okay, das ist 40 Schild. Das ist Effektdauer, okay. Zurück für Paris und so weiter. I'm in your debt and I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free. Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenade dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Vor's Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Die erhabene Klinge. Kann ich das Aussehen schon ändern? Mehr Farbe. Hätte sie gerne rot. Sekundärfarbe. Also rot ist jetzt der Griff da, ne? Das ist jetzt alles rot. Das ist jetzt grün. Achso, das ist der. Okay, nee, das hätte ich gerne irgendwie schwarz oder sowas. Gibt es kein Schwarz? Kein Schwarz. Dann nehmen wir so ein dunkles Blau. Terizia. Das ist die Klinge. Machen wir mal so einen hellen Blau. Und dann... Ach, ich kann die, okay. Machen wir auch mal ein bisschen bläulich. Dunkles Blau. Ich kann die Farbe von, ich könnte die Farbe von den, man kann verschiedene Loads ausspeichern, okay.
Dachte, ich könnte die Farbe von den Abdingen da ändern. Sakana aussehen. Kann ich meinen Warframe? Kann ich den ein Kalibur? Entfernen. Hier auf Weiß. Das, also das sind die Dinge. Das wird rot. Das blau. Ach, das sind die Dinger, okay. Diese kleinen da in der Mitte, seht ihr das? Hier so diese. Die können ruhig. Naja, das Blaue passt. Das Blaue sieht nicht gut aus. Energie, was ist Energie? Achso, das ist oben da. Ah, das ist das. Okay, das kann ruhig weiß bleiben. Nee. Okay. Oh, der sieht cool aus. Sehr gut, den nehme ich. Obwohl, das Grün ändern wir mal zu Rot. Das, glaube ich, sieht noch besser. Das gut aus? Ja, ne? Ja, das sieht gut aus. Zurück. Aussehen. Warframe-Farben kopieren. Unai. Aussehen. Warframe-Farben kopieren. Sakana. Aussehen. Warframe-Farben kopieren. Wohl, bei dem Sakana. Hier gerne rote Klinge. Ja, rot sieht besser aus. So, dann die erhabene Klinge. Aussehen. Warframe-Farben kopieren. Hier auch die. Ist hier irgendwie lila, ist das, ne? Das hier. Ja, auch die rote Klinge. So. Ausrüstung, was habe ich denn da? Nichts, ne? Der Scanner kostet mich keine Ahnung was, 500. Scannerbeobachter, okay. Dann lassen wir das. Emotes, ich habe Emotes. Tschüss. Zurück. So. Genug rumgespielt. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Gut, dann machen wir jetzt hier mal kurz Pause. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir, wie war das, die Forge-Schulen, irgendwie sowas, die Schmiede müssen, so ein Schmiedeteil finden. Aber vorher mache ich ein kurzes Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.